Betreten Sie das Ödland. In unserer heutigen Folge das bessere Ich. Im Leben müssen wir alle mit den uns gegebenen Karten spielen und unsere zugeteilte Rolle nach besten Kräften erfüllen. Nach der totalen atomaren Zerstörung werden Sie möglicherweise feststellen, dass die Karten neu gemischt wurden. Ja, vergangen sind die einfachen alten Zeiten. Jetzt ist der gewöhnliche Arbeiter auch ein Geheimagent. Der Bauer ein Meister der Kampfkünste und der Eisverkäufer ein Atomphysiker. Wie sollen Sie damit nur zurechtkommen? Ganz einfach, konsultieren Sie das offizielle Vault-Tec-Schulungsmaterial. Mit ihm ist es ein leichtes, das Meiste aus Ihren naturgegebenen Fähigkeiten herauszuholen und zu verstehen, was Sie special macht. Nutzen Sie sie, um Ihr bestes Ich zu entfesseln. Oder etwas noch Besseres, denn Ihr Überleben hängt davon ab. Ist Ihre Zukunft in trockenen Tüchern? Teilen Sie Ihr Wissen mit anderen, damit alle davon profitieren. Aber vergessen Sie nicht, in der Vielfalt liegt die Stärke. Manchmal können wir uns nicht aussuchen, wer wir sind. Tatsächlich kommt im Leben eines jeden der Moment, in dem wir ungewohnte Veränderungen durchlaufen. Nein, nicht Pubertät, sondern Mutation. Dank unserer guten alten Freundin der Strahlung ist ihre DNS nun viel interessanter. Sehen Sie, Sie erhalten die einzigartigen Eigenschaften eines Beuteltiers im Tausch gegen eine kleine neurologische Störung. Und so können Sie zu Ihrem besseren Ich werden. Sie sollten nun in der Lage sein, in der von Ihnen gewählten Rolle Ihr volles Potenzial zu entwickeln. Als auserwählter Bewohner von Vault 76 ist es Ihre Pflicht, sich einmal im Jahr mit den Vault-Tec-Lehrfilmen darauf vorzubereiten, wenn es heißt, betreten Sie das Ödland.